dich. Nope. Ich glaube, das war's. Oh, scheiß auf diese Stadt. Toll. Also, wo ist jetzt dieses scheiß Krankenhaus? Ich glaube, wir sind mittendrin, Ellie. Nee, nicht. Die meisten lassen nichts fallen, da wird nichts gedroppt. Die meisten droppen nichts, nee. Munition ist wirklich rar. Aber das ist okay, man gewöhnt sich dran. Das ist nicht schlimm. Na? Die rote Tür? Vielleicht ist es die rote Tür, an der ganz groß Exit steht. Gut, wir waren überall drin. Irgendwas Graf. Ja, ich bin. Also, Chat, ist das der Ausgang oder nicht? Ich bin mir nicht so sicher. Könnt ihr mir vielleicht ganz kurz helfen? Ist das der Ausgang? Hallo, Rücksitz? Okay. Und wir haben keine Munition. Wir haben keinerlei Munition, Chat. Dreckiger Scheißkerl! Wow, wow, wow. Nicht entkommen lassen! Okay, ich hab. Scheiße nochmal.
Da kann ich nix. Okay. Krankenhaus. Da kenne ich nix. Da kenne ich gar nichts. Oh. Eine Munition, Chat. Eine Schere. Oh, eine zweite Munition. Eieiei, jetzt wird's aber übel. Oh, jetzt können wir aber schon eine ganze Armee. Oh, vier Munition. Da können wir schon ein ganzes Bataillon töten jetzt hier. Eieiei. Schere ist das Wichtigste. Ja, die müssen wir für die Geburt unserer, wie sagt man denn dazu? Ist ja nicht Tochter, sondern... Ist ja auch nicht Halbtochter, sondern... Wie heißt das denn? Stieftochter. Also ich sag mal so, ich wette 5 Subs. Nee, ich kann... Nee, daneben mache ich nicht. Ich wette, dass wir Tommy auch am Krankenhaus nicht finden. Und wir gehen wieder zurück zum Theater. Ich stell die Wette mal in den Raum. Aber... Ja. Schimpanse, moin. Nein, keine 5 Subs. Nee. Nein. Der Racing-Seat war teuer. Geht gerade nicht. Ruhe. Nächsten Monat. Nächsten Monat können wir so eine Wette machen. Da spielen wir das Spiel bestimmt gerne nochmal. Ich sehe es euch doch schon an, dass ihr es unbedingt nochmal sehen wollt, das Spiel. Lizzie, kannst du bitte nochmal eine Last of Us Let's Play für uns machen für YouTube? Das würden wir so toll finden. Du machst das so klasse. Wette doch einfach um die Ehre. Nein. Wir wetten eigentlich immer um 5 Subs, aber diesen Monat geht halt wirklich nicht. Diese ganze scheiß Racing-Kacke. Ja, wenn das mal nicht ein Bossfight wird. Sei lieber noch da, Nora. Na, ihr Pipene, wo kommt ihr denn? Vielleicht kommt er überraschend zur Geburt. Ich sehe schon kommen. Dina steht gleich im Krankenhaus. Ellie, wieso hast du so lange gebraucht? Meine Wehen, Alter, meine Fruchtblase ist geplatzt und das Wasser ist ausgelaufen, Mann! Oh, hätte ich das gewusst, dann wäre ich runtergesprungen. Die Grafikkarte mit 600k Rubel wert. Oh. Dina ist schwanger, ja. Dina ist schwanger. Und Mel auch, aber Mel gehört zu den Bösen. Also bei Mel ist uns das egal, ob die schwanger ist oder nicht. Und da wir ja bei Ellie sind und sowieso ganz große Probleme mit allen möglichen Menschen haben aktuell, töten wir auch das Baby. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber am Ende wird das schon darauf hinauslaufen. Oder wir adoptieren das, ich weiß das nicht, keine Ahnung. Nee, wir haben nur 21 Teile. Okay. Wo ist denn die Safe-Kombination?
38, 55, 23. 38, 55, 23. Habt ihr das aufgeschrieben? Ah ja. Eieiei, aber gut Stoff dabei, du. Nice. Bingo. So. Also ich möchte jetzt ganz kurz was sagen, was wahrscheinlich einige Leute schockieren wird. Aber ich hätte lieber Dina dabei, als alleine mit Ellie unterwegs zu sein. Weil Ellie ist ja mal... Also Gesprächigkeit bei Ellie ist auf jeden Fall plus 10. Die hat richtig Bock, sich zu unterhalten. Und die teilt auch super gut ihre Gedanken. Also man ist regelrecht in ihrem Kopf so. Man ist dabei. Man erlebt es. Voice Acting ist teuer? Weiß ich nicht. Müssen wir mal Lara fragen, wie teuer das ist. Ich weiß nicht, wie das bezahlt wird. Keine Ahnung. Hast du sie gefunden? Wir sind kommen, weil sie jemand aufgepasst hat. Keinen Mucks von dir. Hände hoch. Bitte. Bitte. Kennst du eine Nora? Ja, kenn ich. Wo ist sie? Im Krankenhaus. Und wo im Krankenhaus? Sie räumen die oberen Etagen. Dort muss sie sein. Okay, was für ein Easter Egg ist das? Ist das Miami Hotline? Hotline Miami? Fällt mir ein, wir müssen den Soundtrack mal wieder hören. Okay, wir müssen jetzt also nach ganz oben. Ich habe übrigens vergessen, warum wir diese Lena suchen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Lena war eine, die auf den Zetteln da war oder so. Boot ist weg. Wir sind wohl fast soweit. Gut, mein Mädchen wartet in der Basis auf mich. Verarschst du mich? Die haben ich muss nach oben. Tja, wir arbeiten eben gut zusammen. Darauf wette ich. Das ist unfair. Ich sag's dir. Lass dich mit einem Soldaten ein. Macht die Arbeit viel leichter. Klar. Ich merk's mir.
Gas kommen wohl näher. Hoffe, das sind unsere Leute, die diese Freaks umbringen. Hey, weißt du, warum wir alle zurück in die Basis verordert werden? Ich hab gehört, Isaac will, dass wir uns das Zentrum zurückholen. Hab gehört, wir bringen den Kampf. Ich glaube, nicht nach dem, was letztes Mal passiert. Nicht mal Isaac ist so verrückt. Hab ich aber gehört. Eindringling! Hier! Hier! Schuld. Das war meine Schuld. Das wird nichts. Nachsehen.
Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ne? Aber so ein Pfeil in der Vagina ist, glaube ich, nicht so geil. Naja gut, jetzt haben wir, glaube ich, fast alle weg. Siehst du irgendwas? Was ist los? Gavin? Okay. Ah, ich muss auf Klo. Viele Fogboyer, viele, sehr viele. Also an Gegnern mangelt es nicht in The Last of Us. Ich glaube, das ist die Kompensierung für die nicht vorhandene Story irgendwie, dass mehr Gegner reingepackt werden und die einen Namen haben jetzt. Ich glaube, das ist die Story dahinter. Also man tötet halt auch mal einen Gaben und eine Gabby und eine Abby. Das ist die Story. Wenn man dazu noch die Zettel lesen würde, ich glaube, dann hätte man ziemlich viel Story. Ja, Ellie kommt nach Noel, nach Joel. Joel hat auch super viele Leute getötet. Das war der letzte. Ja, jetzt haben wir alle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chat. Das ist zum Beispiel so eine Sache, mal hin oder her, ob Schwierigkeitsgrad oder nicht. Er muss ja irgendwas zum Schießen haben. Er hat quasi eine leere Waffe in der Hand, Chat. Eine komplett leere.
Leere Waffe. Oh, jetzt müssen wir noch ein Treppenhaus finden. Oder Fahrstuhl oder irgendwas. Ist es vielleicht die Tür, wo Exit dran steht? Hm, man ist sich nicht so sicher. Das war ein modifizierter Wesensteher. Ach so. Oh Mann, 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 Mann. Flappinator, boah, ich grüße dich übrigens. Hallo. Ich möchte sowas immer gar nicht sagen, Senkarios, aber das macht ihr für mich. Das ist gut. Wir ergänzen uns sehr gut aktuell. Chat, ich geh kaputt. Hold the phone. Zettel ist in the bank. Das war die Klischee-Liste, Chef. Oh, Venomous Pete. Oh, Venomous Pete, wenn du wüsstest. Ei, ei, ei. Bist du das, Nora? Ich glaube, hier hat sich schon mittlerweile die Spreu vom Weizen getrennt, du. Hier hält sich wirklich schon die Spreu vom Weizen getrennt. Ich glaube, mittlerweile sind nur noch die Leute, die hier, die einfach entweder lachen über diesen barbarischen Humor und die Leute, die unbedingt wissen wollen, was jetzt mit eigentlich passiert. So.